Schau mal da. Ragazzina, non sei più una bambina, c'è la lacrima che trema sui tuoi occhioli blu. Domattina vedrai, più serena sarai, per amore non si muore mai. Geräusche. Lauf und versteck dich im Loch, schrie meine Mutter. Und sei ganz still, schrie sie weiter. Lauf! Lauf! Verdammt doch mal jetzt, lauf! Hinter seinen schmalen Lippen kamen kurze gelbe Zähne hervor. Ehe ich den Gedanken zu Ende denken konnte, hat er mich schon auf das Bett geworfen. Ich fluchte auf Russisch, dass er den Scheiß lassen sollte. Ich fing an zu schreien, doch da hielt er mir den Mund zu mit seinen kleinen, dicken Schweinsfingern. Was passiert hier bloß, dachte ich mir. Ich muss hier weg, hämmerte es in meinem Kopf. Wie im Zeitlupentempo sah ich die Gefahr kommen. Roch einen üblen Schweißgeruch, spürte, wie mein Höschen und mein rosarotes Kleid in Fetzen gerissen wurden. Und hörte eine innere Stimme. Wehr dich! Mein Körper konnte aber nicht. Von diesem Tag an wurde ich zu Hure. I'm the bitch. I'm the bitch. It's gonna be cohesive. It's gonna be my thesis. I'ma read that bitch. I'm the bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm the bitch. Schlank, A-Cups, Brünett, halblange Haare, aus Italien, wir kennen sie ja alles gut. Eigentlich eine ganz gute Teenie-Figur. Aber so ziemlich die miserabelste Performance, die ich persönlich im FKKW jemals erlebt habe. Stellt euch vor, am Zimmer ist sie erstmal sofort wieder abgeruscht und hat mich gut 7 Minuten lang warten lassen. Bis es wiedergekommen ist, hat sie gemeint, in einem wirklich grässlichen osteuropäischen Akzent, ich neu kein Profi. Jetzt was soll das? Thank you.
über die Erinnerung. An das Gelübde, das in einem Schrein abgelegt worden ist, finden wir. Menschenhändler und Madams, die unsichtbaren Ketten, um Sklaven zu halten. Die Geisterwelt kennt keine Grenzen und keine Gnade. Eigentlich müssten wir ganz oben stehen. Ja, Mann, ne? Wir haben Geld. Wir stellen offiziell nichts an. Und wir erbringen eine Dienstleistung, nach der auch eine Nachfrage besteht. Und was für eine Dienstleistung? In Wirklichkeit mag uns aber keiner. Ja, weil im Fernsehen hier und in der Zeitung immer nur über Sachen berichtet wird, wo mal einer so eine Drecksfotze aufgeklatscht hat und dann die Bullen ihn gekrallt haben. Dann sagen natürlich wieder alle, ah, die armen Nutten. Oh. Dass wir Kohle haben und geile Autos fahren, das wird uns aus Neid angekreidet. Sagen traut sich aber keiner was, ne? Weil es uns dann fängt. Neulich war ich auf dem Amt. Au. Oh, Scheiße. Ich hab meinen Porsche im Schatten geparkt. Da bin ich zu meinem Betreuer gegangen. Der kleine Wichser hat meine Rolex gesehen. Oh. Und man hat gemerkt, dass er vor Neid platzt. Ich hab mir gedacht, du kleiner Wichser, du wirst nie haben, was ich hab. Und für voll nimmt dich Gerippe auch keiner. Ist was? Ha? Ist cool. Was ist was? Komm mal runter jetzt. Mich macht keiner an. Und ich kann mir und meine Alten kaufen, was ich will. Ja, wir haben alle klein angefangen. 13? 14. 16. 9. Wir sind eine große Familie, kommt mal her. Einige von uns sind ja auch berühmt geworden, wie der 213er Peter aus Wien. Ach, Peter. Aber diese ganzen Eselficker und Kanaken aus dem Balkan, die haben unseren Job hier überhaupt nicht drauf. Die können doch nicht mal zuschlagen, die brauchen gleich das Messer, was bei uns absolut verpönt ist. Ja, wobei, naja, wenn es drauf ankommt, die schleppen schon ganz geile Huren aus Osteuropa hierher. Ich kam ins Frauenhaus mit 3 Messern und 2 Pistolen im Gepäck. 2 Klappmesser, ein Springmesser, Pistolen waren nur Gaspistolen. Haben aber total Eindruck gemacht, weil sie echt aussahen. Ich habe mich gefühlt wie Kill Bill. Ja, aber kannst du denn schießen? Ja. Ja. Habe ich in der Schule im Wehrunterricht gelernt. Damals war ich bekannt als gute Schütze. Außerdem hatte mein Vater immer eine Waffe zu Hause. Er war Polizist. Also mich stört es nicht, wenn eine Pistole auf dem Couchtisch rumliegt. Das ist eher eine gute Kindheitserinnerung. Ist die Waffe in der Wohnung, ist der Papa zu Hause. Hähnchenschnitzel? Mal wieder keine da. Also nur Pommes rot-weiß. Die Pommes sind aber dank der neuen Warmhaltevorrichtung von hervorragender Qualität. Wenn es jetzt noch ein Salatbuffet gäbe, ich wäre vollends zufrieden. Gegen 22 Uhr verlasse ich dann zufrieden und entspannt den Club. Jack Nicholson sagt übrigens, ich zahle nicht für Sex, sondern dafür, dass die Frau danach wieder verschwindet. Das war ein schöner Tag. Ciao.